Abend. Guten Abend. Aha. Sie haben den Esstisch geplündert. Ja. Woher stammt dieses Stück? Ja, das ist aus der Hinterlassenschaft russischer Besatzungssoldaten. Aha. 1945. Und wo waren die? Meine Großmutter lebte in Dresden und da kam die russische Besatzung in ihr Haus und das haben sie hinterlassen. Ja. Wir haben es also mit einer Bratenplatte zu tun. Sie sehen das auch wunderbar. Die Schnitte von den Messern sind noch da zu sehen. Es ist eine der mittleren Bratenplatte. Es gibt kleinere, es gibt noch viel größere. Die haben ein Perlmuster. Das erinnert so ein bisschen an den Stil Louisets aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und sie wirkt silbern. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob sie wirklich silbern ist. Oho, da haben wir es schon. Sie sehen, sie ist versilbert. Ja. Hier guckt jetzt das Untermaterial raus, das in diesem Fall Messing ist. Bei der Marke sehen wir sehen da verschiedene Marken. Hier vorne ein paar und dann eine Zahl und hier einen Namenszug. Der Namenszug heißt Christoffel. Und Christoffel, da, wenn Sie in Frankreich sind, sind die Menschen ganz elektrisiert, wenn sie Christoffel sagen. Und wenn wir jetzt die Platte rumdrehen und schauen uns dieses Monogramm an, dieses RJC, das ist ganz typisch für französische Monogramme. Es wird also in Frankreich gemacht worden sein, kann ja von über Erbwege nach Deutschland gekommen sind, bevor es die Russen eingezogen haben. Und Christoffel ist eine Firma, die kennen wir, nicht? Ja, ist eine sehr bekannte Silberfirma in Frankreich. Ja, und die haben existiert die Firma noch? Ja, ja, die existiert, ja. Und die machen Silber und Versilbertes. Berühmt geworden sind sie durch das Versilberte. Ab 1842, 1830 gegründet, 1842 haben sie das galvanische Versilbern übernommen. Also, dass man electroplated macht, was man in Sheffield gemacht hat. Ja. Nicht zur gleichen Zeit. Und das wäre ja nun ganz nichts Ungewöhnliches. Versilberte Sachen haben halt Leute, die nicht genug Geld haben, Silber zu kaufen. Nicht? Aber es kam dann 1852 Napoleon III. Auf den Thron. Und vorher hatte man die ganze Silberkammer geleert, schon in der Revolutionszeit. Und der hatte nicht den Mut oder auch das Geld, jetzt diese ganze Hofsilber wieder in Silber zu machen, sondern hat Christoffel damit beauftragt. Und wenn es der Kaiser hat, dann hat es jeder. Nicht? Wenn das, ja, ja. Und dadurch war das so berühmt geworden. Und bis heute ist Christoffel ein richtig toller Name. Also Christoffel, auch die versilberten Teile von Christoffel erfreuen sich also überall noch, auch in Frankreich, auf den ganzen Brocante, auf den Flohmärkten, größter Beliebtheit. Ihre Platte kann natürlich diesen vielleicht den kleinen Besitz in russischen Händen von Soldaten, ein Überstehen dieses Infernos in Dresden nicht verleugnen. Sie ist ja schon sehr beansprucht, hat Gebrauchsspuren, Kratzspuren, sodass hier natürlich ein Stück vorliegt, was sehr gebraucht ist. Also wenn man dafür einen Preis ansetzt, dann liegt man in einer Größenordnung zwischen 60 bis 70, 80 Euro. Ist ja auch nicht wenig. Nein. Und ich würde sie benutzen. Genau. Ja, nicht? Sie sieht ja auch aus, als ob Sie sie benutzen. Ja, und da macht es Spaß. Nicht? Ja, benutzen Sie sie ja, ja, sicher. Also vielen Dank und weiterhin also. Viel Spaß. Dankeschön. Wiedersehen.